Ich bin Anita. Sabine. Sind aus Mönchengladbach und mit einer Gruppe von 6 Freundinnen hier unterwegs. Wir haben vor einiger Zeit halt den Entschluss gefasst, Südafrika zu bereisen. Und dann hat man uns halt immer wieder gesagt, fahrt als erstes nach Namibia, da könnt ihr mal schnuppern und gucken, ob das überhaupt so was für euch ist. Und das ist auch wirklich ein guter Tipp gewesen. Eine Mitreisende wollte unbedingt Giraffen am Wasserloch sehen. Wir haben sie gefunden. Natürlich mit der Vielfalt an Tieren, die wir da sehen konnten. Also ganz besonders die Elefantenherde. Das war so überwältigend. Dieser Eindruck, der wird einem immer in Erinnerung bleiben. Das war fantastisch. Die Vielfältigkeit, das, was wir gesehen haben. Wir waren jeden Abend in einer anderen Lodge. Jede war auf ihre Art anders, aber wunderschön. Also unsere Wünsche sind eigentlich alle erfüllt worden. Ja, alles, was wir uns so vorgenommen haben, ist auch in Erfüllung gegangen. Ja, wir sind also schon top begrüßt worden. Ich habe mich richtig gefreut, Katrin zu sehen. Wir haben sie auch gleich erkannt, obwohl wir sie noch nie gesehen haben. Und den Reiseverlauf haben wir 1:1 erlebt. Da hatten wir halt auch die Möglichkeit, auch noch Wünsche zu äußern oder irgendwas umzuorganisieren. Wir sind da wirklich alle in der Gruppe super gut damit klargekommen. Es war echt toll. Wenn wir nochmal fahren, dann nur mit Katrin. Ja, also ja, richtig. Das wäre schön. Das war echt cool.